Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, ich wollte auch tatsächlich eine seriöse Frage stellen, Frau Bernhardt, ohne Sie irgendwie aufs Glatteis zu führen. Vielleicht haben Sie auch noch ein, zwei Minuten Zeit, politisch dazu Position zu beziehen, nämlich zu der Tatsache, dass Sie ausführen, wir haben riesen Fachkräftemangel, und dann haben Sie zum Schluss auch noch ein Vokabular gewählt, das nochmal eine neue riesige Welle zusätzlich auf uns zurollt, was den Fachkräftebedarf betrifft, den wir nicht abdecken werden können. So habe ich zumindest Ihre Ausführungen bisher immer aufgenommen. Und insofern würde mich dann Ihre politische Einstellung oder Meinung dazu interessieren, weil Sie ja im Gegenzug dann auch fordern, die Fachkraft-Kind-Relation noch weiter extrem abzusenken. Inwieweit Sie dann aus Ihrer Sicht seriös, auf der einen Seite wissend, nach Ihrem Kenntnisstand Fachkräftebedarf, den wir nicht decken können, auf der anderen Seite dann diese Forderung aufzumachen, diese Relation weiter abzusenken und dann sicheren Auges möglicherweise auf eine noch größere Lücke zuzusteuern. Dazu würde mich ganz gerne Ihre politische Meinung, Ihre Position wirklich nur inhaltlich interessieren. Warum habe ich mich noch mal zu Wort gemeldet? Weil ich glaube, dass es tatsächlich, so wie Herr Ritter ausgeführt hat, auch wirklich darauf ankommt, auch als gelernter DDR-Bürger, dass man hier nicht Situationen rosarot darstellt und schönredet, sondern, wie Sie das von mir auch schon mal gehört haben, ohne das jetzt im Detail noch mal wiederholen zu wollen, bei der Haushaltsdiskussion, dass ich sehr wohl für die CDU-Fraktion gesagt habe, wir haben eine differenzierte Lage. Wir haben, das soll das eine Beispiel noch mal sein, im Moment die Situation trotz Absenkung, trotz enorme Anstrengungen des Landes, 100 Euro, jetzt wieder 50 Euro, haben wir trotzdem die Situation teilweise von steigenden Elternbeiträgen. Und das gehört eben auch zu einer Situationsbeschreibung dazu. Und da habe ich eben sehr stark den Eindruck, dass wir hier extrem zwischen Weiß und Schwarz uns nur bewegen. Und Schwarz ist in diesem Fall jetzt mal die Fraktion der SPD und Weiß ist dann die Fraktion der Linken. Und insofern sind gute Grautöne, die moderierend auch in der Mitte vielleicht das dann noch differenzierter und realistischer darstellen, solche Leute wie die CDU auch gefragt. Und Herr Ritter, wenn Sie dann möglicherweise, finde ich auch zu Recht, das anprangern, das, was das Schönreden betrifft, diese einseitige Darstellung, dann mache ich Ihnen aber trotzdem in gewisser Weise den Vorwurf, dass Sie automatisch dann in den nächsten Sätzen die extreme Gegenposition einnehmen und deswegen möchte ich einfach mit Blick auf weitere Diskussionen zu diesem Thema dann auch einfach dazu aufrufen, vielleicht auch die Meinung des anderen doch etwas mehr dann auch zur Geltung kommen zu lassen. Und es ist eben schon so, und da muss ich mich dann sozusagen auf die Seite von Schwarz schlagen, dass eben insbesondere auch Ihre Rednerin extrem alles schlecht redet, was in diesem Bereich auch wahrlich an Erfolgen, an großen Anstrengungen durch die Landesregierung, durch die Fraktion von CDU und SPD auf den Weg gebracht wurde. Und da eine gewisse Anerkennung dann hier auch mal würde aus meiner Sicht gut tun, weil es ist einfach ein Erfolg, die Fachkraft-Kind-Relation von 1 zu 18 im Laufe der Jahre auf 1 zu 15 abgesenkt zu haben. Und wenn Sie, und das glaube ich aus vollster Überzeugung, realistisch die Situation auch insbesondere mit alten Bundesländern vergleichen, dann ist es eben eher ein Vergleich mit Äpfeln und Birnen. Herr Heidorn hat da schon zu einiges gesagt, dass wir eben diese Statistik bei uns 1 zu 15 und insbesondere in alten Bundesländern weit unter 1 zu 10 realistisch so nicht vergleichbar ist. Und da erwarte ich dann, und Herr Ritter hat es ausgeführt, dass Sie aus seiner Sicht eine Fachpolitikerin sind, dann erwarte ich auch diese Einschätzung von Ihnen an dieser Stelle. Und es ist völlig legitim, dass Sie mit dem Antrag, so wie der Antrag formuliert ist, und die AfD hat im Prinzip gar nicht zum Antrag gesprochen, weil der Antrag fordert nur diese Bedarfsplanung. Aber wenn Sie dann in Ihrem Redebeitrag alle Themen im KiföG-Bereich, ob das diese Fachkraft-Kind-Relation ist, steigende Elternbeiträge und, zum Schwerpunkt Ihrer Diskussion machen, dann brauchen Sie sich auch nicht wundern, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Und insofern möchte ich einfach dazu beitragen, in Zukunft
auch bei diesem Thema realistisch zu diskutieren. Auch ich bin oder könnte mich ständig aufregen, muss mich da auch zurückhalten. Der Koalitionspartner hat ja heute wieder zweimal mit unterschiedlichsten Rednern hier verkündet, dass die Kostenfreiheit bis 2021 kommt. Ich freue mich schon auf die Gespräche mit dem Koalitionspartner, das sind nämlich wir, dass wir dann nämlich auch mal inhaltlich wissen, über wie viele Millionen sprechen wir überhaupt. Das wissen wir jetzt auch noch gar nicht. Vielleicht hat die SPD da schon einen Erkenntnisvorsprung. Da könnte ich mich sonst auch noch mal etwas scharf machen. Aber lassen Sie uns weiterhin sachlich diskutieren, auch bei diesem Thema. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Und ich würde mich freuen, wenn Sie meine Frage noch mal beantworten. Dankeschön. Ums Wort gibt